Michonne. You got a name people remember. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ich bin Rotmac und wir spielen nun The Walking Dead Michonne. Ja, wer hätte es gedacht? Nach Walking Dead Season 1, nach dem DLC 400 Tage und natürlich nach The Walking Dead Season 2 ist nun The Walking Dead Michonne an der Reihe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, ich freue mich wie Bolle. Ich bin gespannt, wie sie das Spiel diesmal gemacht haben. Sie haben da immer ein paar kleine Änderungen reingebracht. Und ich bin echt gespannt, wie es sich diesmal anfühlen wird, das Spiel zu spielen. Wie sich die Story entwickeln wird und was es überhaupt richtig geht. Soweit ich weiß, geht das Ganze um die Vorgeschichte von Michonne selber, die ja auch in der Serie mitspielt. Und ja, ich freue mich wie Bolle und ich würde sagen, wir labern hier gar nicht allzu lange im Vorspann. Ich will das Spiel spielen und ihr wollt das Spiel sehen. Von daher, los geht's und ich wünsche euch viel Spaß dabei bei The Walking Dead Michonne. I left so many people that I loved behind. So many that I can hardly remember them all. But there are two, just two, that I can never forget. So, und dann lernen wir hier auch, wie man Büsche schneidet. Und zwar mit dem linken Stick. Und dann nach rechts. Wird ein bisschen anders angezeigt, sehe ich gerade, als in den letzten Spielen. Interessant. Kranke Voodoo-Scheiße. Schauen wir uns mal ein bisschen um mit dem rechten Stick. Ja, es ist halt wieder das ganze Tutorial für Leute, die es noch nicht gespielt haben. Man sieht nicht viel, man kann nur die Türe öffnen. Da kommen auch schon die ersten Besucher. Die kennen wir doch von irgendwoher. Matschbirne. Einer nach dem anderen muss daran glauben hier. Oh! What? What the fuck? Was? Das beginnt ja schon mal gut. Du bist tot. Was? Ich hab doch B gedrückt. Alter Falter, dann nochmal. Einfach nochmal. Weg mit dir. Ja, die wollen es aber richtig wissen zu Beginn hier. Kinder, nein!
Und noch ein zweiter. Sehr gut. Ja, komm du nur her. Richtig gut Action hier zu Beginn. Na, so ein bisschen Hilfe wäre hier nicht schlecht, ne? Aber Michonne braucht keine Hilfe. Michonne braucht ein Schwert. Den Kopf abschneiden. Den Kopf durchschneiden. Also an Brutalität mangelt es nicht hier zu Beginn. Bei The Walking Dead Michonne. Alter Falter. Macht dem Ganzen hier ein Ende. Ja, es nimmt kein Ende. Tausende von diesen Dingern. Waffe laden. Some days I envy the dead. Okay, wir haben nicht zu viel Zeit. Lass los, bleibe. Was, lass los, bleibe? Ich lasse los. Also, was, den Abzug? Nein, bleibe. Auf dem Abzug? Keine Ahnung. Die Waffe? Ich mach mal Abzug. Ich bleibe auf dem Abzug. Ja. Hätte ich mich gerade selber erschießen können, da wäre sicher keine Patrone drin gewesen. Ja, hallo, du kleiner süßer Fratz. Telltale Games präsentiert in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. The Walking Dead Michonne. Sehr cool. Folge 1. Verwickelt und verstrickt. Drei Wochen später. Mama,
sleep anyway. Rashid, come in. Over. Vanessa, you there? God damn it. Hey, Pete. Michonne, what are you doing up? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up okay? Don't worry about you. You're not the easiest to read. It's hard to tell how you're really doing. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. This stuff you're dealing with, it's not gonna go away overnight. Just please tell me if, you know, if it gets as bad as it did. I just need to keep busy. Oak! Oak! Walk! Get down here. Michonne's taking your shift. 2 minutes! I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in a contact for this long. We trade every time I come through. Same spot. Everything's just gone. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. Vanessa, na komm, du wirst sie finden. Hope you're right. Wir müssen den Leuten ein bisschen Mut machen. Listen. You hear it? You hear it, right? Sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? Ich höre ehrlich gesagt gar nichts. I don't hear anything, Pete. She's there. I just gotta find the right frequency. Pete. Michonne. Walk. Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. Well, if they left, it was probably for good reason. Then I wanna know why. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Ah? Da war doch was. She said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it! We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. All we'll find out there is trouble, Pete. I mean it. What's the point in just surviving? Na los, helfen wir ihr. Ich will Action. So let's help her. At least someone gets it. You're the only one on this boat that even comes close to understanding. Not Berto, not Sadiq, especially not fucking Oak. You know there are people worth helping. Take over for me, okay? I'm gonna turn the boat around. Aber natürlich werden wir hier schauen. Bisschen Funkgerät drehen. Verwende den Drehknopf, um die Rauschsperre, um ein Signal einzustellen oder stelle das Radio ab. Um das Radio abstellen. Also komm, wir versuchen es mal ein bisschen. Keine Ahnung, ob ich da was reinkriege. Ja, aber Alter. Wie soll ich denn... Ich hasse solche Rätsel. Oh. Das ging schnell. Who am I talking to? Hallo, Sam. Anything? I heard her. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find more people. You're forgetting what people are like. What is she doing? Holy shit! What the... Oh, bloody hell! Who's that? Can't see a damn thing! Everyone okay? Berto! Hatten hier keine geschaut draußen? What do we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady.
Na, das ist wahrscheinlich schlechter. Are you all right? Thanks for the save. Jesus. Oh, get the jib under control. Damn shortwave. You just had to take us in close, right into a fucking rock. Hey, I've been sailing these waters for years. There aren't any rocks here. Well, then what the hell was that? Something else. You said it yourself. Something's going on around here. This place is a Zombie-Wahl. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. It's not paranoia if you're right. Beruhigt euch mal, Leute. You all need to calm down. We don't know anything yet. She's right. Panicking about it won't make us any less stuck. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq, get those sails tied down. Once we've checked for damage, we can haul off. Ease our way out. Go on. Michonne, what exactly did she say? Sie heißt Sam. She said her name was Sam. I couldn't hear much else. Michonne, take these. See if you can figure out what we got stuck on. Just see if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. We just need to get ourselves moving again. For all our sakes. Und was machst du, mein Lieber? Wir machen hier die ganze Drecksarbeit und er chillt hier ein bisschen rum und, ne? Wir sehen uns mal Pete an. Wieso auch nicht mal ansehen? Looks complicated. Ja, so kompliziert nun auch wieder nicht ansprechen. Pete. Whatever we ran into, got a goddamn number on the boat. Damn. Ich bin überzeugt, das waren Zombie-Wale. Ganz bestimmt Zombie-Wale. So, und wir können uns zum ersten Mal hier wirklich frei bewegen. Und wir untersuchen mal das Steuerrad. Blockiert da was? Der blockiert was. Dann mach mal was. Tu was dagegen. Gegen diese Blockade. So, was haben wir denn hier unten? Fernglas verwenden. In die Ferne gucken, ja, erst einmal das Fernglas verwenden gleich mal, weil in die Ferne gucken bringt ja nichts. Schauen wir uns ein bisschen um hier. Wasser. Wasser und Himmel. Wasser und Himmel. Und sonst nicht wirklich viel. Ein bisschen Insel hier. Also eine Insel ist ganz bestimmt in der Nähe. Die Frage ist, ob wir diese dann auch betreten dürfen. Aber sonst haben wir hier nicht viel. Gibt nicht viel zu sehen. Da hast du richtig gesehen, Michonne. Wir schauen mal von hier aus, ob wir da vielleicht Taschenlampe über die Kante sehen. Zombie-Wale. Ich bin wirklich für Zombie-Wale. Das ist ganz bestimmt des Rätsels Lösung. Taschenlampe verwenden. Was haben wir denn da? Ja, das siehst du nicht viel mehr, ne? Ja, super. Da ist. Hey Pete. Figured out what we're stuck on. Auf einem Schiff. Damn. At least it's not Rashid's boat. Hey Michonne. Hope no one's still on that boat. Ja, hoffentlich nicht. I don't want to die like that. Sorry. I just seen a lot of bad shit go down. I don't want to see this. Der erinnert mich so ein bisschen an Kenny. You're not the only one. I shouldn't let him see me slacking off like this. Der erinnert mich wirklich so ein bisschen an Kenny. So, wir können uns weiter bewegen. Und bevor wir das machen, liebe Freunde, machen wir hier einen Schnitt. Wir haben jetzt 20 Minuten durch. Und das muss reichen. Ich mache wieder 20 Minuten Aufnahmen. Und ja, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt mich schon auch schon so sehr wie mir. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte hier entwickeln wird. Lasst mir doch Kommentare da. Lasst mir Bewertungen da. Mich würde wirklich interessieren, interessiert euch überhaupt die ganzen Telltale Games? Ich werde sie sowieso spielen, aber interessiert es euch auch? Würde mich alles interessieren. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rotmac. Ciao.